Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal was komplett anderes, wie ihr schon am Titel des Videos erkennen konntet. Das ist eine Sache, über die ich schon länger mir Gedanken gemacht habe. Und ich freue mich einfach nur mega auf dieses Video. Wir spielen heute zum ersten Mal seit fast 3 Jahren, 2,5 ungefähr, müsste das jetzt her sein, dass wir das zuletzt gespielt haben, F1 2016. Das Spiel, mit dem damals für mich alles so ein bisschen angefangen hat auf YouTube oder so richtig angefangen hat. Das Spiel, mit dem wir so eine geile Zeit hatten. Wir haben damals 5 Karriere-Saisons gemacht und ich freue mich einfach nur mega drauf, heute mal wieder hier zu sein. Ihr merkt das vielleicht schon, ich bin ein bisschen gehypt, weil es wirklich schon lange her ist. Ich habe damals ein Video gemacht, das hieß irgendwie mein letztes Rennen oder so in F1 2016 und das war auch wirklich das letzte Mal, dass ich das Spiel irgendwie auch nur angefasst habe. Von daher bin ich sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Wir legen direkt mal los. Gehen rein hier in das Menü und allein das hier schon ist irgendwie, das bringt richtig coole Erinnerungen zurück. Und zuallererst möchte ich mal gerne in die Karriere reinspringen und mal schauen, was da so abgeht, was da, ja, wie das alles so aussah damals. Okay, hier sind wir auch schon. Damals haben wir 5 Saisons gespielt. Allerdings war das, glaube ich, so, dass wir die erste Saison gespielt haben, danach keine Vertragsangebote bekommen haben und ich habe mich dann damals dazu entschieden, eine neue Karriere zu starten, in der wir dann noch 4 weitere gemacht haben sozusagen. Also ist das jetzt hier der Beginn der 5. Saison, mehr oder weniger. Aber wir haben eigentlich 5 gespielt damals, nur die andere, wie gesagt, habe ich mich dazu entschieden, dann neu zu starten. Boah, ist das lange her. Stimmt, damals gab es immer zu Beginn der Saison so einen kleinen Brief, mehr oder weniger vom Team, so eine kleine Nachricht. Neue Saisonbeginn, hallo Kai, bla bla bla, wünschen dir viel Glück, Scuderia Ferrari. Damals waren wir nämlich bei Ferrari am Ende unserer Karriere. Und sind dann dort auch geblieben. Ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass wir damals gar keine Vertragsangebote bekommen haben und deshalb hier geblieben sind. Alter, das bringt geile Erinnerungen zurück. Ey, alle, die damals schon dabei waren, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren, wer damals von dieser Zeit noch hier auf meinem Kanal geblieben ist. Ey, das ist ja mal so geil, das alles wieder zu sehen. Es ist unfassbar lange her, wirklich schon. Schauen wir direkt mal auf unseren Laptop. Damals hatte man hier nämlich, das kennen mit Sicherheit viele von euch, ich tue hier so, als hätte nie jemand das Spiel gespielt, aber ich denke, die meisten von euch kennen das. Damals hatte man hier den Laptop, das ist im Prinzip genau das gleiche wie heutzutage der, ja, dieser Bildschirm, den man da hat. Allerdings war das halt so ein bisschen weniger ausgereift, alles noch da, genau so sahen die Upgrades aus. Das war alles, was man damals upgraden konnte. Also jeweils beim Motor 5 Stück, bei der Treibstoffeffizienz, das gibt's heute ja gar nicht mehr, 5 Chassisgewicht, Abtrieb, Luftwiderstand. Das waren die 5 Kategorien, in denen man jeweils 5 Upgrades machen konnte, also insgesamt nur 25. Wenn man das vergleicht mit heute, ich weiß gar nicht, wie viele es da gibt, aber auf jeden Fall einige mehr. Noch eine Kleinigkeit, die anders war, war, dass man Upgrades nicht verlieren konnte. Also es gab ja gar nicht diese Reglementänderungen. Die jetzt immer zum Ende einer Saison hinkommen. Kann man hier irgendwie zwischen den Saisons durchswitchen? Das hätte ich gerne gemacht, weil es wäre echt geil zu sehen. Ah ja, hier! Das wäre echt geil zu sehen, was damals so abging. Die 4. Saison damals, das war unsere 5. hier in dieser Karriere, die 4. Die haben wir damals mit Ferrari gemacht und Ferrari war nicht besonders gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben uns da zwar ein bisschen nach vorne gekämpft dann zum Ende hin, aber als wir dahin gewechselt sind, waren die nicht besonders gut. Ich glaube, das war auch damals so ein bisschen mein Gedanke, da halt hinzugehen und die wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen. Das haben wir so mittelmäßig geschafft. Immerhin 2 Rennen haben wir gewonnen, in Monaco und in Malaysia, eine Strecke, die es ja damals noch gab. Dann switchen wir rüber zur 3. Saison unserer 4. Ich hoffe, ihr kommt da mit, wenn ich das so sage. Da sind wir für Toro Rosso gefahren. Das war so ein bisschen ein Move, den ich ein bisschen bereut habe. Im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war keine besonders gute Saison. Ihr seht, ein paar Podien waren dabei. Ein Sieg in Monaco. Das war ein richtig geiles Rennen übrigens. Weil da hatten wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das schlechteste Auto. Haben es trotzdem geschafft, in Monaco zu gewinnen. Damals war dort aber auch die KI nicht so stark. Wenn ich das alles, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und aber da, anscheinend haben wir es wirklich geschafft, Toro Rosso noch so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich meine, die sind jetzt aktuell das 4. stärkste Team gewesen, hier in unserer Karriere. Dann switchen wir zur 2. Saison. Das war die geilste. Das war unsere WM-Saison. Da sieht man es auch, Fahrerweltmeisterschaft KMG. Da haben wir damals mit Renault den Fahrertitel geholt. Und das, die beiden Saisons bei Renault, das sind wirklich meine Lieblingskarriere-Saisons überhaupt gewesen. Das war einfach nur geil. Wir haben wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Rennen gewonnen. Nur 5 eigentlich. Ist gar nicht mal so viel dafür, dass wir da den Titel geholt haben. Ja, da, weiß nicht. In der aktuellen Karriere zum Beispiel, die wir haben mit Red Bull, würden da 5 Siege nicht mal im Ansatz reichen. Ein paar Podien waren noch zwischendurch dabei. Also, das war eine richtig geile Saison. Aber ich muss ehrlich sagen, für so eine WM-Saison, ich meine, wir waren auch 3x 10. wenn ich das richtig sehe. 1x 14. sogar beim Saisonauftakt. Also, da dann die WM zu holen, ist schon ein bisschen überraschend. Würde man heutzutage, glaube ich, nicht mehr schaffen. Jetzt, da die KI ein bisschen stärker geworden ist insgesamt, finde ich.
Genau, und dann gibt's noch die erste Saison, das war unsere zweite. Das war auch im Renault. Da sind wir damals zu Renault gegangen und haben versucht, die nach vorne zu bringen. Und über zwei Saisons hinweg haben wir das dann geschafft und haben am Ende auch den Fahrertitel geholt und sind dann halt weggegangen zu Toro Rosso, was so ein bisschen dumm war. Im Nachhinein wäre ich da, glaube ich, lieber woanders hingegangen, aber ja, so wurde das damals gehandhabt. Das war eine ziemlich durchwachsene Saison, ne? Man sieht viele zweistellige Ergebnisse, wenn man das so sagen kann, was die Position angeht. Ein Rennen gewonnen haben wir aber auch irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr, in Hockenheim. Das muss richtig ein richtig krasses Rennen gewesen sein, weil ich meine, mit dem Auto damals zu gewinnen, das war, glaube ich, nicht besonders selbstverständlich. Also keine Ahnung, was da so ganz passiert ist, erinnere ich mich nicht mehr dran. Und zwei Podien hatten wir noch, in Monza und in Suzuka. Ich glaube, da hat es jeweils geregnet, da habe ich noch so vage Erinnerungen dran. Was können wir denn hier noch anschauen? Karriere. Ach stimmt, diese Karrierepunkte, ich glaube, die gibt's aktuell auch gar nicht mehr. Die waren immer ziemlich unnötig, da konnte man halt irgendwie Punkte sammeln und sich dann so ein bisschen vergleichen mit seinen ganzen Freunden, aber im Endeffekt ziemlich unnötig. Ist auch krass zu sehen, was für Fahrer es damals noch gab. Damals Massa noch bei Williams zum Beispiel, Sainz bei Toro Rosso, nur in seiner zweiten Saison, ja, Felipe Nasr bei Sauber, den gibt's ja gar nicht mehr, Eriksson noch damals bei Sauber, Palmer und Magnussen bei Renault. Magnussen war ja auch damals unser Teamkollege in der Karriere, der, glaube ich, kein einziges Rennen gewonnen hat. Und wir sind Weltmeister geworden und durch ihn haben wir dann leider nicht die Konstrukteurs-WM gewonnen. Das hat mich damals richtig geärgert, weiß ich noch. Weil es wäre natürlich cool gewesen, die Konstrukteurs-WM zu gewinnen mit einem Team, was man selber so ein bisschen nach oben gepusht hat. Aber ich muss sagen, insgesamt richtig geil, das hier alles zu sehen. Viel mehr können wir aber auch nicht machen. Ich hätte es cool gefunden, wenn man die ganzen Ergebnisse noch hätte sehen können. Aber leider, also vielleicht bin ich auch gerade zu dumm dazu und find's nur nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass das hier irgendwo möglich ist. Man kann halt, okay, da, ja gut, da kann man die Ergebnisse sehen, aber ich meine so wirklich die kompletten, das komplette Rennergebnis, das geht ja heute, dass man da wirklich durch die Saisons durchswitcht und auch sieht, wie der WM-Stand am Ende war und alles, war dort leider nicht möglich. Stimmt, dann gab es noch diese Tutorials, damals kamen ja auch die ganzen Trainingsprogramme neu dazu, das war alles neu, da gab es glaube ich auch nur drei Stück, na genau, da gab es die Streckenakklimatisierung, die gibt es heute immer noch, Reifenmanagement gibt es auch noch und Qualitempo, mehr gab es nicht, es waren nur die drei. Genau, und dann noch hier so ein paar kleinere Tutorials, bei denen einem Dinge erklärt wurden. Okay, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Einblick in die Karriere. Wirklich fahren will ich hier nicht, wir werden jetzt gleich natürlich noch ein kleines Rennen machen, aber außerhalb der Karriere, weil das würde jetzt, glaube ich, wenig Sinn machen, so komplett eine neue Saison zu starten, so random aus dem Nichts. Ich wollte einfach mal reinschauen, ihr seht, erstes Rennen, 13.09.2016. Das ist sogar über 3 Jahre her, dass wir die Karriere gestartet haben, also das ist wirklich heftig. Oh, mir kommt gerade was in Sinn. Ich wollte gerade versuchen, noch in unsere erste Saison, in die allererste zu wechseln, also in die andere Karriere. Aber das geht nicht, oder? Damals konnte man sich nur eine Karriere erstellen. Krass. Das ist schade. Da hätte ich auch gerne nochmal reingeschaut, weil auch da haben wir nämlich den Fahrertitel gewonnen. Okay, das war mit Ferrari in der allerersten Saison. Von daher, gut, kann man das fast schon erwarten, aber das war auch sehr, sehr cool. Hätte ich auch gerne gesehen, aber geht leider nicht mehr. Und dann, wie schon angekündigt, werden wir natürlich jetzt noch ein kleines Rennen fahren, was aber gar nicht geht, weil ich das den Rest noch runterladen muss vom Spiel. Wow. Okay, so viel dazu. Weiter geht's. Da seht ihr aber mal, ich belüge euch nicht. Ne? Ich muss mir das Spiel extra wirklich neu runterladen, um das Video hier machen zu können. Und es gibt eigentlich nur eine Strecke, die für mich so ein bisschen in Frage kommt und auf die ich richtig Bock habe. Und das ist Malaysia. Die haben wir ja heutzutage gar nicht mehr. Und tatsächlich war auch das letzte Mal, dass wir Malaysia gespielt haben, in einem der aktuellen Spiele, in dem Spiel, ne? Weil in 2017 ging die Karriere ja gar nicht mehr so weit und in 2018 gab es die schon gar nicht mehr. Und alle, die damals die Karriere geschaut haben und falls ihr auch so ein bisschen darauf gehört habt, was ich vorhin erzählt habe, die wissen, es gibt nur ein Team, was hier in Frage kommt für dieses eine Rennen und das ist Renault, das Team, mit dem wir damals die geilste Zeit hatten in der Karriere. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir von mal Palmer, ich meine, den gibt's ja heute gar nicht mehr im Fahrerfeld, von daher ist das, denke ich, eine coole Sache. Und dann schauen wir noch kurz. Wir machen ein 25% Rennen, ein kurzes Qualifying, einfach um da so ein bisschen reinzukommen. Renneinstellungen. Schauen wir mal. Die KI machen wir mal. Oh, Meister. Gibt's Meister immer noch? Aber da seht ihr mal, damals gab's das noch gar nicht nach mit den Prozentzahlen, wie das heute ist, oder mit den Zahlen halt einfach, sondern nur so. Das ist echt krass. Also da konnte man das noch gar nicht so genau einstellen wie heute. Ich würde fast gerne auf Meister machen tatsächlich, auch wenn das erbärmlich ist, aber ich nehme an, ich werde nicht so gut sein in dem Spiel. Und außerdem sind wir in einem Renault, was ein ziemlich schlechtes Auto ist. Und ich denke, wenn wir die KI so ein bisschen runterstellen, haben wir vielleicht die Chance, um ganz vorne mitzukämpfen. Das wäre doch eine coole Sache mit dem Renault, weil auf Ultimativ kann man das vergessen, auf Legende, weiß ich nicht. Ach doch, komm, nehmen wir Legende, so traurig muss man dann auch nicht sein. Den Rest lassen wir einfach so und dann geht's direkt los. Boah, ist das geil, Mann. Das bringt so geile Erinnerungen zurück, dieses Video. Das ist wirklich, boah, das ist heftig.
hier sind wir jetzt in der Garage vor dem Qualifying und wie schlecht, übertrieben gesagt, sieht das denn aus, verglichen mit den neuen Spielen? Das ist, also von der Grafik her ist das eine ganz andere Welt. Schauen wir direkt mal auf unseren Monitor, was man da damals so machen konnte. Ich tue so, als wäre das Spiel irgendwie 100 Jahre alt, aber für mich ist das echt voll der krasse Flashback gerade, weil es einfach schon so lange her ist, seit ich hier das letzte Mal war. Ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Spiel, in dem man sich die KI anschauen konnte während dem Qualifying, wie die fahren. Nico Rosberg haben wir heute zum, hier zum Beispiel noch, der ja heute gar nicht mehr fährt. Okay, Setups. Wo mache ich Setups? Ach stimmt, da gab es dieses nervige Tablet, was man sich extra reichen lassen musste. Ich glaube, damals war ich auch gar nicht so faul, was Setups angeht. Von daher, ja genau, da hatte ich tatsächlich für jede Strecke eins. Heutzutage bin ich da irgendwie richtig faul geworden und habe da so gut wie gar keine mehr. Nehmen wir einfach mal das hier, das war für Malaysia. Ja, keine Ahnung, ob das gut ist, aber ich vertraue einfach mal drauf, dass das okay ist. Boah, ich muss aber sagen, eine Sache, die mir direkt auffällt, ist, die Grafik hat nochmal einen riesen Sprung gemacht von damals tatsächlich. Also, wenn man das so sieht, das ist alles so ein bisschen mehr verpixelt, übertrieben gesagt fast schon. Und also, da hat sich auf jeden Fall einiges getan, was das angeht. Und dieses Auto, das ist so legendär, das zu sehen. Man merkt auch tatsächlich, vor allem, nehme ich mal an, jetzt in so schnellen Kurven, ja, deutlich den Unterschied zu den modernen Autos. Ich meine, damals, das war ja das letzte Jahr mit dem alten Reglement. Damals waren die Autos noch viel kleiner, kann man fast sagen. Und das merkt man deutlich. Letzte Kurve auf unserer ersten Runde hier im Qualifying. Die war ganz okay, aber natürlich noch nichts Besonderes. Ich meine, die erste Runde seit 2,5 Jahren. Was soll man da großartig erwarten? Wir sind deutlich hinter Hamilton. Ich würde vorschlagen, wir spulen einfach mal ein bisschen die Zeit vor, bis zu kurz vor Ende der Session. Dann fahren wir nochmal raus und dann bin ich mal gespannt, was wir reißen können mit noch einer fliegenden Runde. Bisher sieht das aber alles andere als gut aus. Ich hoffe, dass wir immerhin Magnussen schlagen können. Das wäre doch cool. Oh. Geil, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Es regnet. Und somit werden wir uns hier nicht mehr verbessern können. Boah, das ist ja direkt mal ein guter Anfang. Aber komm, nehmen wir die Runde hier im Regen einfach mal mit. Und schauen mal, ob wir uns vielleicht... Okay, verbessern werden wir uns nicht. Aber schauen wir einfach mal, wie der Regen sich so anfühlt in dem Spiel. Noch eine Sache, die ich anmerken muss. Ich finde, man hat viel weniger Grip beim Rausbeschleunigen. Also wirklich deutlich weniger Traktion. Das geht alles viel... Man muss da viel vorsichtiger sein mit dem Gas geben, als das heutzutage der Fall ist mit den breiteren Autos. Und ich denke, das liegt auch vor allem an den breiteren Reifen, die wir heutzutage haben, dass das da ein bisschen einfacher alles geht. Ich meine, hier guckt man, okay, es regnet auch, aber wir bekommen teilweise im 5., 6. Gang noch Wheelspin. Das ist richtig heftig. Na, das geht doch gut los. Hamilton holt die Pole vor, Verstappen, Vettel, Räikkönen und Rosberg auf dem 5. Platz. Wir waren 21. und somit Vorletzter. Immerhin nicht Letzter und auch nicht allzu weit weg von Magnussen. Das waren nur 2 Zehntel, die uns da gefehlt haben. Also das ist, würde ich fast sagen, okay, so fürs erste Qualifying nach so langer Zeit, aber besonders gut ist es natürlich nicht. Hier sind wir jetzt in der Startaufstellung vor dem Start des Rennens. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie, die uns hier vorgeschlagen wird. Das wird eine 1-Stop. Wir fahren jetzt den ersten Stint mit den harten Reifen und wechseln dann... ja, so ein bisschen ungefähr kurz nach der Hälfte des Rennens auf die Softs. Das würde ich auch einfach vorschlagen, machen wir mal, weil ich habe keine Ahnung, was hier das Beste ist. Wir vertrauen da, denke ich, am besten darauf, was uns das Team vorschlagen will. Benzin? Nehmen wir ruhig ein bisschen mehr mit. Ich glaube tatsächlich, damals konnte auch der Motor nicht überhitzen. Also theoretisch kann man unendlich lang auf Fett fahren, solange man halt genug Benzin hat. Zumindest bilde ich mir das ein. Von daher nehmen wir einfach mal 3 Runden mit. Ich meine, wir werden ordentlich pushen müssen von unserem 21. Platz aus, um dann noch ja ein Stückchen nach vorne zu kommen. Los geht's hier mit dem großen Preis von Malaysia. Da kommen die 5 Rundenlichter und es geht... Los, hier in F1 2016. Wie kommen wir weg? Nicht besonders gut, aber auch nicht schrecklich. Das war doch in Ordnung. NASA hatte da einen richtig guten Start. Er ist allerdings auch auf den Softs gestartet. Ich kann gar nicht reden, was ist denn hier los? In vorbei jetzt vielleicht an einigen. In der ersten Kurve. In der ersten Kurve in Malaysia kann man auch richtig viele Plätze immer gut machen, wenn man sich schlau anstellt. Und damals war die KI natürlich auch noch nicht so weit entwickelt wie jetzt. Also da muss ich echt sagen, hat Codemasters schon richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Zum einen, was die KI angeht, auch was die Grafik angeht, was das Handling des Autos angeht, das ist schon alles um einiges besser geworden, wenn man das jetzt so mit dem hier vergleicht. Und ich meine, das ist jetzt auch, das war nicht so gut, da holen wir das direkt mal leichten Frontflügelschaden. Das ist jetzt auch kein altes Spiel, das ist gerade mal 3 Jahre her, das ist jetzt nicht ewig. Aber in den 3 Jahren hat sich ziemlich viel getan. Der Start aber war direkt mal okay, wir konnten 7 Plätze schon gut machen und sind jetzt auf dem 14. Ja, geil.
Okay, neuer Versuch, neues Glück. Das kann eigentlich nur besser werden. Da kommen die fünf roten Lichter und es geht zum zweiten Mal los hier in Malaysia. Diesmal kommen wir auch ein bisschen besser weg. Magnussen vor uns, unser Teamkollege, hatte allerdings auch einen sehr, sehr schlechten Start. Mal sehen, ob uns das wieder gelingt, da jetzt in der ersten Kurve ordentlich Position gut zu machen. Das war vorhin richtig stark. Ja, und die KI ist auch wirklich sehr, sehr pingelig in der ersten Kurve. Also da sind die heute viel brutaler, stechen teilweise selber so krass rein, wie wir das hier gerade getan haben. Aber hier schenken die einem die Position fast schon. Ich meine, wir haben jetzt im Anbremsen für die erste Kurve 7 Plätze gut gemacht. Das würde heute gar nicht mehr gehen, außer man übertreibt irgendwie komplett. Aber mit einem normalen Start bekommt man das gar nicht so hin. Jetzt vorsichtig hier, dass wir uns nicht wieder so einen dummen Frontflügelschaden holen. Und dann war der Start fast ein bisschen besser. Ich meine, wir sind einen Platz weiter vorne. Jetzt ja aufpassen, dass wir hier ordentlich durchkommen, nicht wieder zu weit rauskommen und uns wegdrehen. Das wäre nicht so geil. Oh, Hülkenberg und Perez, da Rad an Rad. Dadurch werden die alle ziemlich langsam. Also das hat sich kaum geändert. Die KI wird immer noch ziemlich langsam, wenn die untereinander irgendwelche Battles führt. Okay, das war ein guter Start. Platz 13. Es ist aber wirklich heftig, wie viel langsamer sich die Autos anfühlen. Also vor allem in so schnellen Kurven. Man hat hier überhaupt keinen Grip, übertrieben gesagt. Also das ist eine ganz andere Welt im Vergleich zu heute. Ah! Nein, wo fahre ich denn hin? Alter, das ist... Boah, die sind so viel schwerer zu fahren aber auch. Das ist unfassbar. Ja, und das war nicht geil. Da haben wir richtig viele Plätze verloren. Wir kommen aber wieder ran. Rad an Rad jetzt mit unserem Teamkollegen Kevin Magnussen. Mal schauen, was die KI so drauf hat in Rad an Rad Duellen. Anscheinend nicht besonders viel. Da konnte er aber auch nicht so viel machen. Platz 20 jetzt immerhin wieder. Haryanto im Männer ist der Nächste, den wir hier vor der Nase haben. Wir sind sogar schon im DRS-Fenster. Allerdings wird das nicht so leicht, an so einem Männer vorbeizuziehen, weil auf der Gerade waren das richtige Raketen. Überall anders zwar nicht unbedingt, aber vor allem auf der Gerade waren die sehr, sehr schnell. So wie eigentlich jedes Auto mit einem Mercedes-Motor damals. Die waren da schon sehr OP, noch mehr als heute. Aber trotzdem wird das hier mit dem DRS kein Problem. Und wir sind jetzt immerhin wieder auf dem 19. Platz. Ich bin gespannt, wie weit wir noch nach vorne kommen. Punkte werden natürlich so gut wie unmöglich. Aber ich hoffe, dass wir immerhin noch ein paar coole Battles sehen werden. Wir sind am Ende von Runde 4 und da kommen auch schon die ersten von den Softstartern an die Box. Mal sehen, ob wir die immerhin alle bekommen können. Natürlich, wenn wir dann stoppen, werden die sehr wahrscheinlich vor uns sein. Aber es wäre cool, trotzdem mal ein paar zu überholen. Und das sieht ganz gut aus. Hamilton hat allerdings schon einen ganzen Boxenstopp-Vorsprung auf uns. Ist aber auch nicht verwunderlich. Ich meine, ich fahre nicht besonders gut und der Mercedes damals war einfach eine absolute Waffe. Aber wir bekommen ihn sogar zwischenzeitlich. Platz 12. Nein, Sonne, geh weg. Was soll denn das? Boah, die scheint mir voll in die Fresse. Ja, geiler Schatten, den ich da hab, ne? Finde ich auch. Richtig cool. Da kommt jetzt auch Hamilton. Versucht es außenrum vorbeizuziehen in diese Kurve hinein. Das wird natürlich schwer, das zu verteidigen. Aber mal schauen, können wir vielleicht zumindest für kurze Zeit einen Mercedes hier hinter uns halten? Ne, keine Chance. Auf Dauer macht man da überhaupt nichts. Noch eine Runde später sind ein paar weitere bei ihrem Stop. Einige von denen kommen sogar schon vor uns raus, unter anderem Rosberg und Räikkönen auch fast. Sehr, sehr stark unterwegs hier im Ferrari. Und Hamilton und Rosberg sehr eng beieinander. Wir können aber eigentlich ganz ordentlich mithalten mit Hamilton. Dafür, dass das ein Mercedes ist, konnte er sich dann nicht so wirklich absetzen in den ersten paar Runden. Und können wir ihn vielleicht tatsächlich zurück überholen, hier auf unseren abgenutzten harten Reifen, in unserem nicht besonders schnellen Renault. Leider reicht es nicht ganz. Er verbremst sich aber ein bisschen. Das ist noch nicht vorbei. Können wir da echt irgendwas probieren? Vielleicht ja jetzt innen vorbei. In diesem sehr, sehr schnellen Linksknick Rad an Rad mit Lewis Hamilton. Oh, er kommt sehr weit raus. Onboard mit Hamilton. Was ist da genau passiert? Er fährt natürlich eine ganz komische Linie hier durch diese Kurve, kommt dann sehr weit raus. Ja, und ich weiß nicht, dann will er halt auch mit aller Macht irgendwie probieren, auf die Ideallinie zurückzukehren. Aber da waren wir dann halt. Also ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig. Ich meine, ich habe versucht, ihm da so viel Platz zu lassen wie möglich. Er war halt besonders langsam und versucht dann irgendwie auf die Ideallinie zurückzukommen. Keine Ahnung, wer da schuld war. Runde 6. Wir kommen jetzt rein für unseren Stop. Ich will gerne mal was probieren. Ich glaube mich nämlich zu erinnern, dass man in dem Spiel einfach an die Box kommen kann, während dem Safety Car, jemanden überholen kann, so ein bisschen Zeit gut machen kann. Ja, genau. Und dafür bekommt man überhaupt nichts. Natürlich trotzdem rechtzeitig anbremsen für die Boxengasse. Das gab es damals schon. Das war, glaube ich, das erste Spiel, in dem es das wieder gab mit dem Anbremsen. Ja, und das hat uns ein bisschen Zeit gewonnen. So ein kleiner Lifehack war das damals. Mal schauen, was wir für einen Stop jetzt bekommen. Ich glaube, nicht so schnell. Wie schnell waren die Stops damals? Boah, ich habe echt keine Ahnung mehr. Muss man selber Gas geben? Nein, Gas geben musste man damals noch nicht. Also das kam erst in 2017 oder sogar später dazu. 2,5 Sekunden ist aber ein sehr, sehr guter Stop. Und wo kommen wir jetzt raus? Auf dem 19. Platz, 20. Platz sogar. Okay, ziemlich weit hinten.
Aber man darf nicht vergessen, wir sind jetzt auf Softs und die meisten hier um uns rum, wie zum Beispiel Eriksson und auch Gutierrez hinter uns, auf den harten Reifen. Okay, gleich müsste das Rennen wieder freigegeben werden. Ich bin echt gespannt, was wir hier noch reißen können auf unseren Softs. Kwiat verabschiedet sich direkt beim Safety Car Restart. Kriegt er einen Motorschaden? Oh Gott, das macht die Sache nicht einfacher, weil der da ziemlich komisch im Weg rumfährt. Und die Sicht war jetzt auch nicht besonders gut. Irgendjemand kommt direkt rein beim Safety Car Restart. Wie dumm kann man denn sein? Keine Ahnung. Das ist aber eine weitere Position für uns. Und wir sind jetzt schon wieder vor auf Platz 17. Und da sind noch einige vor uns auf den harten Reifen. Also da ist noch viel drin in dem Rennen. Felipe Nasr hier im Sauber ist der Erste. Wir bekommen deutlich besseren Ausgang hier aus dieser ersten Schneckenkurve, will ich fast sagen. Leichte Berührung sogar mit dem Sauber-Piloten, aber wir sollten ihn haben. Rechtzeitig anbremsen hier für diese Kurve. Bisschen hart aufs Gras gekommen. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ich wollte schon sagen, wir sind vorbei, aber noch nicht ganz. Jetzt haben wir ihn, aber sehr schön. Oh, da vorne geht's ab. Die beiden McLaren Hondas Rad an Rad durch die letzte Kurve. Und da kommen noch ein paar Leute rein. Unter anderem unser Teamkollege. Die waren, glaube ich, alle zu dumm, um während dem Safety Car reinzukommen. Und somit haben wir vielleicht sogar noch die Chance auf Punkte. Ich meine, wir sind jetzt 13. Und die Gruppe hier vor uns ist ziemlich groß und auch ziemlich hart am Battlen. Boah, beide da jetzt Rad an Rad jeweils in die erste Kurve hinein. Mal sehen, ob wir davon so ein bisschen profitieren können. Vielleicht eine etwas weitere Linie hier in diese Kurve hinein, damit wir einen besseren Ausgang bekommen. Ja, das war ganz okay. Rad an Rad jetzt mit Fernando Alonso. Aber er kann sich nochmal durchsetzen. Wir holen uns aber den Windschatten und versuchen es jetzt innen hinein hier in diese Kurve. Da kann man immer ziemlich gut überholen. Und das klappt dieses Mal auch. Platz 12. Viel fehlt da nicht mehr zu den Punkten. Verstappen ist vielleicht der Nächste. Mal sehen, ob wir da schon die Nase reinhalten können. Nee, leider nicht. Der ist auch sehr weit hinten in seinem Red Bull. Also keine Ahnung, was er gemacht hat. Wir kommen gleich in die letzten paar Kurven dieses Rennens hier. Und wenn nichts Komisches mehr passiert, dann kommen wir sehr wahrscheinlich auf dem 12. Platz nach Hause. Obwohl Alonso ist nicht weit weg. Also da müssen wir aufpassen. Es könnte auch noch Platz 13 werden, wenn wir hier irgendeinen kleinen dummen Fehler machen. Und ja, also besonders gut war das Rennen hier nicht. Aber darum ging es auch nicht. Es ging einfach darum, so ein bisschen die Erinnerung an dieses coole Spiel zurückzubringen. Und das habe ich zumindest bei mir selber geschafft. Ich hoffe, bei einigen von euch, die damals schon dabei waren, auch. Das war wirklich ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr cooles Video, um einfach das Spiel mal wieder zu sehen. Und auch um zu sehen, wie weit sich die Formel 1-Spiele entwickelt haben tatsächlich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe Spiel, wenn man es so vergleicht mit 2019. Aber es gibt schon einige Dinge, die sich sehr krass verändert haben, finde ich. Mal sehen, ob das reicht, um hier vor Alonso zu bleiben. Er hat zwar das DRS, aber der McLaren Honda ist jetzt nicht so das schnellste Auto auf der Gerade. Rad an Rad, aber nochmal hier in die letzte Kurve. Ich hoffe, das können wir halten hier auf diesem 12. Platz. Ja, das können wir. Und dann war das doch ein ordentliches Rennen. Nicht besonders gut, aber auch auf keinen Fall schlecht. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf das Rennergebnis. Kimi gewinnt vor Ricciardo, Rosberg, Vettel, Bottas und Massa. Boah, damals, das war noch Zeiten, als Williams noch gut war. Und dann war es das aber auch schon von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Das war mal ein bisschen was anderes, aber ich fand es sehr, sehr cool. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei kommenden Videos wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Ach, du willst mich doch verarschen. Na, ist schon besser. Jetzt habe ich zwar voll die Punkte von der Jalousie in der Fresse, aber alles gut.